Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen werde ich natürlich auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop reagieren. Der kommt jetzt raus und dann schauen wir mal, was wir reinbekommen. Und also klar, neue Lackierung, aber der Fischskin ist endlich wieder da. Ultra beliebter Skin, es wird quasi fast täglich bei mir in die Kommentare geschrieben, wann er endlich mal wieder reinkommt. Und es gibt auch noch einen neuen Emote, Mucki-Spiel für 200 V-Bucks, okay. Und es sieht so aus, als wäre das nicht nur eine, sondern gleich drei neue Lackierungen. Das ist doch mal endlich mal wieder ein nicer Shop. Da würde ich sagen, starten wir erstmal direkt mit dem Fischstäbchen-Skin. Richtig geiler Skin. Einer der wirklich besten Fun-Skins in Fortnite. Ich kann euch mal auch die alternativen Styles zeigen, die es dazu gibt. Einmal den Piraten-Style und einmal den VR-Style. Der hat einfach so eine VR-Brille auf. Dann machen wir weiter mit der neuen Lackierung. Glitchig heißt sie. Ist aber anscheinend doch ist animiert, oder? Stand doch da, oder? Animiert, ja. Stand da. Okay. Schauen wir uns die Modelle mal an. Okay, wo ist die Animation? Wo ist die Animation? Stand da nicht was von animiert? Aber wahrscheinlich war eine andere animiert, ne? Okay, okay, ja, schaut ganz cool aus. Also die Farbkombination gefällt mir halt echt. Jo, okay, dann schauen wir uns mal die nächste an. Die Fischgesichtlackierung. Okay, die ist halt wirklich jetzt maximal Troll. Also das ist ja, wenn das jetzt nicht die größte Fun-Lackierung der Welt ist. Für alle Leute, die also den Fischskin gerne spielen, für die gibt es jetzt auch noch so eine Lackierung. Und als letztes noch eine Geschubblackierung. Aber wo ist jetzt bitte die Animation? Habe ich die irgendwie nicht gesehen? Hä? Hier oben steht halt wirklich animiert. Aber ich will jetzt wissen, wo die Animation ist. Also auch hier in der Übersicht sieht es halt nicht animiert aus. Das finde ich jetzt maximal verwirrend. Vielleicht muss ich da in-game gehen, um das mal herauszufinden. Ja, Leute, ich denke, ich gehe einfach mal kurz in-game. Ich kaufe sie mir mal und schaue mir das mal in-game an. Vielleicht ist sie da ja animiert, weil in der Übersicht sehe ich jetzt hier nicht, wo die animiert sein soll. So, dann schauen wir uns jetzt das mal in-game an. Ich sammle mal hier schnell zwei, drei Waffen. Das Medkit brauchen wir jetzt nicht. Ja, super, eine Pistole. Oh, noch eine Kiste da. Das hört sich... Oh, zwei Kisten, sehr gut. Einen Nade-Launcher und noch eine MP, das ist doch in Ordnung. So, also wir haben erstmal die Rifle. Und wo bitte ist da jetzt die Animation? Übersehe ich irgendwas? Alter, das gibt's doch nicht. Wo bitte soll die Animation sein? Keine Ahnung. Okay, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich werde es noch versuchen für euch herauszufinden, aber jetzt auf Anhieb sehe ich erstmal keine krasse Animation hier. Merkwürdig ist auch, dass das nicht mal hier drin steht. Normalerweise steht es ja in der Beschreibung, wenn die animiert ist und bei der nicht. Ich denke mal, das wird dann einfach nur ein Bug gewesen sein. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum die dann hier 500 kosten soll und die andere, die hier zum Beispiel... dass die nur 300 kostet. Ich meine, die sieht ja fast genauso aus, halt nur in einer anderen Farbe. Ja, auf jeden Fall, das sind jetzt die Lackierungen, die wir drin haben. Machen wir weiter, nämlich mit dem Hangtime-Paket, das immer noch drin ist. Man bekommt den männlichen und den weiblichen Skin und noch jeweils vier verschiedene Styles für insgesamt 1800 V-Bucks. Eigentlich ein ganz freshes Set. Kommen wir dann schon zur rechten Seite. Natürlich könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mal schauen, ob wir heute wieder die 4200 Likes knackt. 4200 Daumen nach oben. Mal schauen, ob ihr das schafft. Fangen wir an mit der Luftgitarre. Ja, ein ziemlich cooler Emote, auch wenn ich ihn ein bisschen teuer finde. Also, man spielt so ein bisschen für E-Gitarre. Ich finde, 500 hätten da gereicht. Dann haben wir noch die fliegenden Korallen, die erstmal jetzt keine krasse Musik in der Übersicht haben. Aber die haben diese... Ah, doch. Genau, ganz leise hat man diese Korallenmusik. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Lustige Gleiter für 800 V-Bucks. Dann die Stiefelstange. Das ist die passende Hacke von dem Fischskin. Würde ich aber jetzt eher nicht so empfehlen. Finde sie jetzt nicht so besonders krass. Obwohl sich der Sound ganz cool anhört. Dann machen wir weiter mit der Hackerin für 1002 V-Bucks. Ein ziemlich alter Skin, kam damals so gefühlt jeden dritten Tag rein. So krass finde ich sie jetzt nicht. Dann noch der Munitionsmajor. Ein schön preiswerter Skin für 800 V-Bucks mit einem ziemlich coolen Helm. Ich mag ja auch die weibliche Variante davon. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages einen neuen Emote. Mucki-Spiel heißt der und kostet 200 V-Bucks. Okay. Der erinnert mich ein bisschen an den, ich glaube, Royal Muckis heißt der. Der andere Emote, wo man auch so ein bisschen die Muskeln zeigt, aber da zeigt er eher seinen Bizeps. Oh, und das ist anscheinend auch von dem Hangtime-Set, sehe ich gerade. Ja, ist in Ordnung für 200 V-Bucks.
würde ich sagen, geht klar. So ein bisschen dem Gegner Angst machen, werde ich mir mal holen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Falls ihr neu seid und noch nicht abonniert habt, ich zeige euch wirklich immer jeden einzelnen Morgen den neuen Fortnite Shop. Deswegen, wenn ihr hier keine neuen Lackierungen, Skins, Emotes, was weiß ich, mehr verpassen wollt im Fortnite Shop, dann lasst gerne jetzt noch schnell ein Abo da. Einfach mal jetzt schnell runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Dauert nur 2 Sekunden und dann bekommt ihr in Zukunft immer morgens ein Video, was halt Neues im Shop drin ist. Ihr könnt auch gerne die Benachrichtigung aktivieren, die Glocke anmachen, dann bekommt ihr sogar mal eine Nachricht, was im Shop drin ist. Es lohnt sich also hier auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren und dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt auch gerne rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und ja, dann hoffe ich, ihr habt noch einen entspannten Tag. Wir hören uns vielleicht schon nachher zum nächsten Stream. Ich überlege jetzt wieder aktiv mit dem Stream zu beginnen. Hier seht ihr auch noch den Gewinner von gestern eingeblendet. Ich habe ja wieder ein paar V-Bucks verlost. Herzlichen Glückwunsch an dich und dann, ja, hoffe ich, ihr habt noch einen entspannten Tag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite back again with another item shop video. Today is May 23rd, 2019. I know I said last video I wasn't going to be talking, but actually my surgery is actually next month, so no worries. I am here. I am talking. Today is Thursday. Hopefully you guys are doing well today. And I'm expecting something new today. Huh. Okay. Fish stick is finally back. This is probably the highlight for sure. Comes with a backbling saltwater satchel. You got 3 edit styles now with him. So yeah, we got the new slippery wrap. It's animated. Cycle through the models. That's animated? This does not look animated to me whatsoever. Well, we're definitely gonna get it anyway. Because I like the look of the color, but like, also got a fish face wrap, stuck with the models again. Alright, we're gonna buy this as well. Did it not come with the whole fish stick set? And we also have the fishy wrap. My god, there's a lot of wraps. And we're gonna get this too. I collect all the wraps as well. Okay, so what about the rest of the set? I'm kind of confused. I don't know why they're not doing the rest of the set. We still have the hang time bundle in here. We're probably going to be seeing these guys for a good while. There's 4 edit styles for each. Got 4 different colors. They all look really good. It's definitely worth it, honestly. Rock out emote is back. The best emote in the game. Best emote. Oh, actually, yeah, we got munitions expert. I didn't mean to click on you. We have the Coral Cruiser right here. Okay. So, now I'm a little confused. We have that, and we also have the bootstraps. But why are these in daily? Why couldn't they be with the fish stick? I'm very confused by that. Cypher is also back, great skin. We already sell munitions major. And the flex on them emote. Well, we're definitely going to buy it. It's a decent emote, but fish stick is definitely the best thing in the shop. Hope you guys enjoyed the video. If you did, let me know with a like and comment down below what do you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.